Hallo, servus, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich sitze hier an meinem Lieblingsplatz am Lenkrad, aber das ist nicht alles. Natürlich ist heute auch wieder Schulungstag. Dieses Mal sind Studenten mit dabei, die tatsächlich ihre Studienarbeit über mich schreiben, den Wandel vom Radiomoderator zum Busfahrer. Ich hoffe, das ist spannend genug. Wir können es ja mal anschauen. Also wir sind von der Hochschule Ansbach. Wir studieren da im dritten Semester Ressortjournalismus. Und wir haben heute Stefan Meixner mal ein bisschen begleitet. Ja, als wir die Pressemitteilung Mitte Oktober gesehen haben und gesehen haben, einer der bekanntesten Radiomoderatoren Bayerns schult jetzt auf Busfahren generell um, haben wir uns natürlich gedacht, das ist eine Hammer-Story, die wir einfach mal auch mehr Menschen näher bringen wollen und auch für unsere Studienarbeit verwenden wollen. So haben wir uns gedacht, wir versuchen da einfach den Kontakt zu knüpfen und vielleicht klappt das ganze Projekt ja auch in den Corona-Zeiten. Für den Erhalt seiner im Dienstausweis eingetragenen Dienstberechtigung selbst verantwortlich. Genau, und jetzt stehen wir heute hier, haben die Kameras eingepackt und drehen eben ein paar Momentaufnahmen von Stefan Meixner, wie er im Bus sitzt, wie er Unterricht hat. Es ist auf jeden Fall sehr interessant und sehr spannend, das so zu sehen. Ist übrigens auch wahnsinnig interessant, hier im Betriebshof, in der Buswerkstatt, da einfach Einblicke zu bekommen hinter die Kulissen, die man sonst gar nicht hat. Ich meine, man kennt es ja von einem Busbahnhof, wie jetzt zum Beispiel in Rödenbach oder an der Frankenstraße, da stehen vielleicht mal 5 Busse aneinander. Aber jetzt dann hier mal im Depot wirklich mal 100 aneinander zu sehen, dass die wirklich so wie in einem Puzzle ineinander greifen und da auch wirklich Hand in Hand der ganze Betrieb läuft und wir da begleiten dürfen. Wir sind unglaublich froh über diese Gelegenheit und freuen uns daraus dann ein tolles Reportageprojekt für die Hochschule Ansbach zu zaubern.